Aber so, ey, Digga, was war das? Das kam voll arrogant, Digga. Ich dann so, was? Das ich hab, da war doch ganz normal. Er so, nee, nee, du warst wirklich so. Was geht ab? Mein Name ist Charlie und ihr habt mir auf Facebook geschrieben, dass wir endlich die 300 Likes auf das 1-Stunden-Commentary geschafft haben. Macht mich, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen stolz, dass wir es endlich mal geschafft haben. Und es ist bis jetzt mein meistgelikedes Video. Ist natürlich schade, dass wir jetzt nicht mehr 200 Likes oder sowas schaffen, aber ja, kann ich ja jetzt auch irgendwie schwer dran was ändern, aber naja, ist halt so, ja. Auf jeden Fall haben wir die 300 Likes dafür geschafft. Freut mich extrem einfach nur, dass es auch so wirklich gut bei euch angekommen ist. Und deswegen wird es am Ende des Jahres auch, wie ich es versprochen habe, ein neues 1-Stunden-Commentary geben. Warum erst am Ende des Jahres? Weil ich momentan noch nicht so wirklich weiß, wie ich das Ganze machen soll. Ich weiß schon so ein bisschen, dass ich wieder so ein kleines FAQ und sowas reinbringen werde, so mit euren Fragen, die ihr so an mich habt. Und ja, ich weiß nicht, am Ende des Jahres nochmal so ein bisschen 2015 Revue passieren lassen, denke ich mal, wird das so was so mit dem Kanal so passiert ist über die Zeit und ja, was so passiert ist, vielleicht ein paar Stories erzählen oder was weiß ich. Und ich freue mich da auf jeden Fall schon so ein bisschen und ich hoffe mal, ihr freut euch schon darauf, das anzusehen. Falls ihr das 1-Stunden-Commentary noch gar nicht kennt oder so, dann ja, packe ich das mal ganz oben in die Videobeschreibung und ja, dann fangen wir jetzt mal an mit der Real-Life-Story, ja? Denn, während der Gamescom-Zeit ist echt extrem witziger Scheiß passiert einfach nur und ich denke mal, in dem Review passieren lassen Video, aka 1-Stunden-Commentary am Jahr, am Ende des Jahres, würden auch ein paar Stories davon vorkommen, aber jetzt erstmal nur die Story hier denn, ja? Nochmal Grüße an Floyd dafür, der war nämlich mit dabei die ganze Zeit, ja? Auf jeden Fall war das mein erster Tag Gamescom, also Donnerstag, what the fuck, Freitag war das, ja? Und, das Ding ist, Lukem, bei dem ich ja gepennt habe mit Stylus und Floyd, Lukem war das schon der dritte Tag, glaube ich, auf der Gamescom, ja, und er war deswegen auch schon so ein bisschen angestrengt und sowas und hatte halt keinen Bock mehr so und er wollte halt schon nach Hause, ja, ich kam ja erst um 16.30 Uhr oder so an und so um 17.30 Uhr oder so hatte er schon keinen Bock mehr und wollte dann halt nach Hause, weil er schon halt seit morgens da war so und halt, dann hatte halt keinen Bock mehr, war erschöpft und was weiß ich, ja, kann man ja auch verstehen, ja, aber ich zum Beispiel wusste jetzt auch gar nicht, wo Lukem so wirklich wohnt, er wohnt nämlich außerhalb von Köln, so ein bisschen so 20 bis 30 Minuten Fahrt vom Kölner Hauptbahnhof und also, und ich wusste ja nicht wirklich genau, also ich wusste zwar sein Wohnort, also die Straßen und sowas alles, aber nicht, wo das ist da, ja, und ich dachte so, okay, er hat mir das nämlich nur geschrieben, er dann so, yo, ich gehe jetzt weg mit Chris, also Stylus halt, ich fahre zu mir nach Hause, ich dann so, ja, wie soll ich denn nach Hause kommen, ja, Floyd weiß, wo das ist, Floyd ist ja noch hier, und ich dachte so, ja, sie haben Floyd auch Bescheid gesagt, ne, aber Floyd fragt mich dann eine halbe Stunde später so, ey, hast du Lukem und Chris gesehen, und ich dann so, nein, die sind doch schon nach Hause, also jetzt auf Ernst, ich weiß nicht, wo das ist, übrigens, oh nein, auf jeden Fall haben wir dann meine Sachen geholt am Ende der Gamescom, so um, das müsste so um 8 rum gewesen sein ungefähr, oder früher, ich weiß das gar nicht mehr so wirklich genau, aber auf jeden Fall hat die Gamescom zugemacht, wir haben meine Sachen geholt und ja, sind dann zum Hauptbahnhof gegangen und haben wir so auf den Plan geguckt, also er wusste, welche Zugverbindung das ist, aber nicht mehr ja, genau wo er da, wie zu Lukem kommt, keine Ahnung, auf jeden Fall wusste er die Zugverbindung und das die Stadt halt, wo Lukem wohnt und dann ja, dann stand er so, okay, in 5 Minuten kommt der Zug, wir wollten aber noch was essen, ja, und dann sind wir halt kurz zu Meckes gegangen und ja, dann aber eine Dreiviertelstunde mussten wir dafür warten und den nächsten Zug nehmen. Und dann hatten wir halt noch genug Zeit, sind dann da zu dem Domplatte, heißt das da, glaube ich, da, wo man so dann vor dem Dom quasi ist und dann sitzen kann auf den Treppen. So, keine Ahnung. Da haben wir halt McDonald's gegessen und da waren auch tausende Leute und es war irgendwie so ein bisschen eklig mit den ganzen, ja, Obdachlosen. Das war ein bisschen komisch, aber naja, auf jeden Fall haben wir unser Mc's da aufgegessen und rechts neben uns, also ich hatte auch das Trikot an und Floyd auch und dann waren so rechts neben uns auch so eine Gruppe von Jugendlichen, so sagen 5 Leute waren das ungefähr, auch so in unserem Alter und dann so, dann wollten, also Floyd und ich hatten dann halt aufgegessen, McDonald's, alles gut, ne, sind so, wollten zum Bahnhof gerade gehen, Floyd meinte so, ja, in 10 Minuten kommt der Zug, lass aufstehen und mal losgehen, sind wir losgegangen und dann höre ich so von rechts so, entschuldigen Sie bitte, naja, und ich dann nichts dabei gedacht, ich denke so, ja, wer sitzt mich denn, ich bin 17, so ungefähr, so, bin ich halt, hab das gar nicht so wirklich beachtet, ja, aber ich hab's halt schon wahrgenommen, so sag ich mal, ja, und dann, entschuldigen Sie bitte noch ein bisschen lauter, und dann guck ich dann so nach rechts und dann sagt er so, ja, sie kennt dich hier, und, das war dann so ein Mädchen halt so, und sie so, ja, du bist doch YouTuber, oder, und ich dann so, ja, weil ich, das war auch voll die komische Situation einfach, denn ich kenne das ja nicht so, dass mich Abonnenten und das so erkennen, sag ich mal, ja. Auf jeden Fall
die dann so, ja, du bist doch YouTuber. Und ich dann so, ja. Dann sie, ja, wie heißt du nochmal? Ich dann so, ja, Charlie Waffles. Und sie dann so, ah, ja, ja, ich kenn dich. Und ich wusste gar nicht, wie sie reagieren soll jetzt. So, ich dann einfach so, so, keine Ahnung, das ist mir aber auch nicht wirklich aufgefallen. Ich dann so einfach so, ja, und jetzt? So, keine Ahnung, hast du ja so, Floyd nachher so, danach dann so, so, ey, Digga, was war denn das? Das kam jetzt gerade voll arrogant. Und ich dann so, hä, das war doch nicht arrogant. Also doch, du so, ja, ja, ich bin nicht Charlie Waffles, ja, ja. Ja, und jetzt? So, keine Ahnung, so richtig auf Ernst, auf einmal so richtig arrogant, so, keine Ahnung, als ob sie Amazon irgendwas über meine Links gekauft hat oder was weiß ich, ja, als wäre sie so gar nicht so. Ich weiß es nicht, was mit mir los war oder warum ich so das so rüberkam, so arrogant oder so, aber so, ey, Digga, was war das? Das kam voll arrogant, Digga. Ich dann so, was? Das ich hab, da war doch ganz normal. Er so, nee, du warst wirklich so, ja, Charlie Waffles. Und ja, und jetzt? Ich weiß nicht. Und dann haben wir uns die ganze Zeit drüber lustig gemacht mit, keine Ahnung, wenn irgendjemand gesagt hat so, ey, Jungs, ich hab Hunger. Und dann einfach so, ja, und jetzt? So, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das war einfach total random. Und ich wusste einfach nicht, das war einfach total die komische Situation und wie ich reagieren soll. Und keine Ahnung, die hat dann auch gesagt, ja, cool. Und was, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht mehr so wirklich, was sie danach noch gesagt hat. Also auf jeden Fall, keine Ahnung, sind wir dann halt weggegangen, zu Luke gefahren und alles war gut so ungefähr. Aber keine Ahnung, was, das war einfach komisch, Alter. Das war einfach richtig komisch. Und ich fand das extrem witzig, dass ich eben total arrogant rübergekommen bin. Aber es sollte auf jeden Fall nicht so sein, Alter. das war so ungefähr von der Real-Life-Story. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr mich sehen würdet, würdet ihr mich zusammenschlagen oder mir die Haare abschneiden, wer weiß, schreibt das mal in die Kommentare und ja, würde mich natürlich wie immer über eine Bewertung über das Video freuen. Das war ein Black Ops 3 Gameplay von Stylus. Schaut auf jeden Fall auch bei dem Jungen vorbei, ich markiere euch, what the fuck, wie heißt denn das? Ich schreibe euch Floyds Link vom Kanal in die Videobeschreibung. Ich verlinke euch Floyds Kanal einfach mal auch mal in die Videobeschreibung, also schaut da vorbei bei Floyd und bei Stylus und ja, das war's von mir, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal, tschüssi.